Grüß Sie. Nehmen Sie Platz. Danke. Wie geht's Ihnen? Gut. Ja? Gut hergekommen. Gut hergekommen. Für Sie auch die erste Veranstaltung nach Corona oder haben Sie schon ein paar auf dem Buckel? Jeden Tag. Jeden Tag? Gestern in Regensburg, davor die Woche ist es gerade jeden Tag. Es wird alles versucht, jetzt in diese Zeit reinzupacken, was lange Zeit liegen geblieben ist. Ja. Und dann, ist denn der Redebedarf zu dem Thema Förderung ist wahrscheinlich riesig? Hat sich das nochmal gepusht in Corona-Zeiten oder? Also wir haben natürlich versucht, auch in Corona-Zeiten speziell die Zeit zu nutzen, wo Firmen ein bisschen weniger Kundenkontakt haben, ein bisschen weniger zu tun, um eben das Thema zu pushen, um hier ein bisschen den digitalen Wandel irgendwo zu forcieren und haben da mit entsprechenden Medien, also über Seminare, digitale Seminare, das gemacht und die waren sehr gut besucht. Jetzt ist es ja so, das glaube ich, weil der Bedarf ist ja da. Ich glaube, spätestens in Corona hat man gemerkt, dass man das Fax nicht nur beim RKI zu oft noch benutzt, auch in anderen Bereichen. Und gerade jetzt im Handwerk, wie gesagt, ich habe es jetzt schon die ganzen Tage, hatten wir immer so 5-20% sind vielleicht, wenn es hochkommt, digitalisiert. Was glauben Sie denn, Herr Ensenmeier? Wo steht das Handwerk digital gerade in Deutschland, wenn man es mit dem Ranking betrachtet? Also was ich als erstes gelernt habe, als ich mich mit dem Thema Handwerk beschäftigt habe, ist, dass es das Handwerk nicht gibt, sondern man muss hier ganz stark differenzieren. Es gibt Branchen, die sind weitestgehend digitalisiert. Ein Beispiel dazu wäre die Zahntechnik, die einen Wandel in den letzten, ich möchte sagen, 10 Jahren durchfahren hat, bei dem früher alles tatsächlich per Hand modelliert wurde. Ich habe da selber mal 4 Wochen so eine Schnupperlehre gemacht. Es ist wirklich wahnsinnig Handarbeit, diese entsprechenden Kronen oder Brücken oder so zu bauen. Mittlerweile wird das 3D gedruckt. Wir haben das komplett digital geschlossen, die Wertschöpfungskette. Der Zahnarzt bohrt ein Loch, geht mit dem Oralscanner rein, das wird digitalisiert und kann dann sofort modelliert, digital gedruckt werden und es passt 100%ig. Die Kosten reduzieren sich von mehreren 100 Euro, also die tatsächlichen Kosten pro Stück auf 2,40 Euro mit einer besseren Qualität in, ja, wenn es sein muss, overnight. Also das ist ein gutes Beispiel, wie es funktionieren kann, genau. Was Digitalisierung ausmacht. Ja. Und das ist ja die Frage. Und das hat das Handwerk aber noch nicht begriffen, sagen Sie? Oder sind die Unternehmen mittlerweile aktiv genug? Das Thema ist, es gibt Gewerke, ja, wie die Zahntechniker, bei denen, möchte ich sagen, ist der Wandel weitestgehend durch. Also entweder drucken sie selber oder sie lassen drucken, aber diese Branche hat einen ist extrem digital geworden. Und das bedeutet, dass die meisten Unternehmen umgestellt haben und es einige Nischen noch gibt, die ein bisschen was anders machen, aber wir sind dabei über 90%. In anderen Branchen ist die Digitalisierung noch gar nicht angekommen. Also das ist das Problem. Im Handwerk ist sie ja schon angekommen. Ja, also es ist von Gewerk zu Gewerk unterschiedlich. Es ist von Unternehmensgröße zu Unternehmensgröße unterschiedlich. Aber was man wirklich feststellen kann, ist, dass egal welche Branche das ist, dass der Druck zunimmt und dass auch die Potenziale, die sich ergeben, zunehmen. Das heißt, mit immer weniger Aufwand kriege ich eine geschlossene digitale Wertschöpfungskette oder kann gerade die Teile, die sich besonders lohnen, schließen. Ein Beispiel ist der Stundenzettel. Also gibt es ja hier einige Anwendungen, ganz stark verbreitet. Ich bin ein Handwerker, ist beim Kunden und dann schreibt er auf, wie viel Zeit hat er gebraucht, wie viele Kilometer ist er hingefahren und was für Teile hat er gebraucht. Das gibt es in ganz vielen Gewerken. Das zu digitalisieren ist relativ wenig Aufwand, hat einen extrem hohen Hebel dann bei der Umsetzung. Die Verrechnung erfolgt sofort. Ein Mitarbeiter, der das am Monatsende alles entschlüsseln musste, entfällt in diesem Bereich, kann für was anderes eingesetzt werden. Und das ist eine meiner wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe im Handwerk. Es gibt ja speziell in einigen Branchen ganz wenig Nachwuchs. Das Fachkräfteproblem ist wirklich
angekommen, einerseits. Auf der anderen Seite fängt der demografische Wandel ja gerade an. Wir finden uns ja gerade an der Grenze. Das geht ja jetzt die nächsten 30 Jahre richtig erst los. Das heißt, jeder, der nicht versteht, was gemacht werden muss, wird zunehmend Probleme haben. Und aus dem Bereich Digitalisierung kommen viele Produkte, viele Lösungen, die hier ganz vorne greifen. Und dazu, und das ist das Schöne, speziell in Bayern, gibt es eben Förderprogramme. Das ist ganz wichtig, weil man eben festgestellt hat, dass wenn etwas nicht gefördert wird, es manchmal hakt. Es ist die Entscheidungsfähigkeit ist umso leichter, wenn ich eben, wie wir gerade gehört haben, bei 12.000 Euro, 6.000 Euro Zuschuss bekomme. Dann macht man was lieber oder schneller. Und das, man hat eben gesehen, dass gerade bei solchen Vorhaben, ich mache was, ein Bereich wird digitalisiert, ich kriege 50% Zuschuss und dann mache ich weiter. Und es gibt viele, viele andere Maßnahmen, die dann darauf aufbauen, anknüpfen und das Ganze ausdehnen, sodass diese Gelder auch sehr gut investiert sind. Ja. Jetzt mal, würden Sie sagen, oder es gibt ein paar Gewerke, die das schon mehr nutzen, die Förderung, und dann gleichzeitig weiter vorn sind. Welche Faktoren haben dazu beigetragen, wenn man das so sagen kann, dass diese Unternehmen das dann mehr nutzen? Also, man muss differenzieren. Es gibt viele Unternehmen, die sogenannte low-hanging fruits, also einfache Dinge haben, die einfach umgesetzt werden können. Und da gibt es das passende Förderprogramm dazu, das sehr einfach zu beantragen ist. Wir haben es ja auch gerade bei einem Vorredner gehört. Das macht die Frau mal schnell nebenbei. Und das war uns auch als Kammern und auch ganz wichtig, hier Förderprogramme mit der bayerischen Regierung zu entwickeln, die einfach sind, die man selber beantragen kann, wo man nicht wahnsinnig viel Hilfe braucht, um hier sehr schnell und Geld zu bekommen. Ja, also als Zuschuss. Aber lassen Sie mich kurz einen kleinen Überblick geben über die Förderlandschaft. Das macht das vielleicht ein bisschen einfacher. Ich mache das deshalb, weil sich gerade wieder was wandelt. Wir haben neben den Zuschüssen, über die wir meistens reden, wenn wir über öffentliche Förderungen sprechen, also verlorenes Geld, ich bekomme das, muss ich mir zurückzahlen, gibt es auch Kredite. Kredite waren in den letzten Jahren irgendwie nicht mehr so hip. Warum? Weil der Zinssatz so gering war bei den Banken, dass der Aufwand, diese zinsgünstigen Darlehen als öffentliche Fördermittel zu beantragen, sich eigentlich nicht gelohnt hat. Das ist mittlerweile, man sieht es so ein bisschen, also die EZB wird den Leitzins wieder anheben, genau. Und man sieht es auch schon im europäischen Umfeld. Ich persönlich rechne damit, dass wir auf jeden Fall die nächsten 10 Jahre aus diesem Zinstief raus sind, sodass wieder zinsverbilligte Kredite als zweite Fördersäule interessant werden, die zum Teil auch mit einer Tilgungszuschuss verbunden sind. Also man muss dann, das ist der Unterschied zum Beispiel bei einem Digitalisierungskredit, nicht mehr den ganzen Betrag zurückzahlen. Also Zuschuss, Kredit mit Tilgungszuschuss, und manche Kredite sind auch vor allen Dingen für Handwerker, Kleinunternehmen, Startups oder Übernehmer auch noch mit öffentlichen Bürgschaften versehen. Das bedeutet, ich muss keine eigenen Sicherheiten verwenden, die ich für mein Unternehmen brauche, um zu wachsen, sondern ich kann Bürgschaften vom Staat dafür verwenden. Die vierte Säule ist öffentliche Beteiligung. Das ist immer dann wichtig, wenn ich zum Beispiel stark wachsen will und irgendwo ein tolles Produkt habe, eine tolle Idee, und ich möchte den Wachstum durch fremdes Geld finanzieren, dann ist das sehr wenig interessant für Venture Capital im Handwerk, weil das einfach von der Masse zu gering ist. Und da sind öffentliche Beteiligungen eines der
Mittel der Wahl. So, jetzt haben wir mal den Überblick. Ich werde mich dann aber heute im Weiteren hauptsächlich um das Thema Zuschüsse beschäftigen, genau, weil das ist, was wir auch... Wir gehen auch gleich nochmal drauf ein. Aber macht das denn jetzt schon kurz, weil Sie haben es eben angesprochen, diese Erhöhung der EZB, ja. Leitzins um 0,25. Spürt man da schon, dass das schon eine Auswirkung hat jetzt? Naja, man merkt es natürlich vor allen Dingen jetzt erstmal im Bau, bei den Bauzinsen. Also viele Bauvorhaben werden, die jetzt gerade geplant waren, wo jetzt Anfragen da waren. Das heißt, man hat Angebote geschrieben im Handwerk und plötzlich kommt die Info, nee, wir machen es doch nicht. Also plötzlich werden... Weil es nicht mehr finanzierbar ist. Ja, klar. Ja. Also weil einfach, ich habe ein Angebot gemacht oder ich habe, der Hausbauer hat verschiedene Angebote eingeholt, um eben einen Gesamtbetrag für seine Finanzierung für die Bank zu haben. Dann geht er zu seiner Hausbank oder sagt, ja, ich habe jetzt hier 500 Euro vor zu finanzieren. Ja, und das hat sich jetzt in den letzten paar Wochen, da hat sich der Zins mindestens verdoppelt, wenn nicht verdreifacht. Ja. Wird das auch dazu führen, dass das, jetzt sind ja die Auftragsbücher noch voll, aber das wird dann jetzt, das, genau. Ist das dieser Punkt, dass jetzt der Peak zurückgeht, dass das Argument vieler Handwerker, die sagen, nee, ich brauche das nicht mit der Digitalisierung, ich kümmere mich darum, ich brauche keine Förderung, also, weil ich ja eh genug zu tun habe. Ja, also dieser überhitzte Markt, dass ich eigentlich... Wenn ich jetzt eine Heizungmodernisierung haben will, man mir sagt, ja, kommen Sie in 11 oder 12 Monaten wieder, dann können wir darüber sprechen. Das wird sich gerade so ein bisschen wandeln. Aber natürlich gibt es jetzt noch diesen ganzen Auftragsvorlauf. Der Bau und auch viele Handwerke sind ja ein klassischer Spätindikator. Das heißt, sie laufen dem Konjunkturzyklus hinterher. Was bedeutet, jetzt ist noch für die nächsten mindestens das halbe Jahr ändert sich mal nichts. Aber man sollte halt gerade in dem Moment, wo man einen Wandel, der vor allen Dingen nachhaltig ist, also der nicht nur für ein paar Wochen ist, sondern der sich wirklich die nächsten Jahre fortsetzen wird, sollte man tatsächlich strategisch drüber nachdenken und dann auch vielleicht eine Planung machen, was bedeutet das für mich, für mein Gewerk, was kann ich jetzt schon tun, damit ich diesem Wandel bestmöglich gewappnet bin. Und da spielt ganz klar das Thema Digitalisierung der Prozesse eine entscheidende Rolle. Und in dieser strategischen Ausrichtung spielt natürlich auch der Kapitalbedarf und die Finanzierung eine entscheidende Rolle und damit auch das Thema Zuschüsse. Weil, wie gesagt, viele Fenster müssen eingebaut werden, bis 6.000 Euro netto am Ende des Jahres im Gewinn nach Abzug aller Steuern, meistens Zuschüsse steuerfrei, übrig bleiben. Also das ist natürlich eine Sache, die voll durchschlägt und deswegen hochinteressant sind. Wir haben eben als ein bisschen mit Sorge in die Zukunft geblickt, was jetzt auf das Handwerk zukommt und warum die Digitalisierung wichtig ist. Mhm. Aber selbst jetzt, Stand jetzt, volle Auftragsbücher, auf der anderen Seite Fachkräftemangel, Beschaffungsprobleme bei den Materialien. Auch hier kann die Digitalisierung ja die Lösung sein. Und wird das, diese Problematik, ist die vielen Handwerkern schon bewusst und wird das Thema auch dann von den Handwerksorganisationen in die Betriebe reingetragen? Ja. Was glauben Sie? Also ich fange mit dem letzten Punkt an. Ja, die Handwerksorganisationen versuchen natürlich, das in die Fläche zu bringen. Beliebig schwierig, wenn gerade man überhaupt nicht weiß, wie man alle seine Kunden, mit denen man langjährig zusammengearbeitet hat, überhaupt zufriedenstellt, weil man die Kapazität nicht hat und auch keine Leute findet, die hier aushelfen. Mitarbeiter gehen in Ruhestand und können nicht nachbesetzt werden. Es wird schwierig, aber es gibt hervorragende Lösungen für dieses Problem und wir können ja unabhängig jetzt, wir haben eine Stunde Zeit, von dem... Wir haben alle Zeit der Welt, also mal. Wir haben unabhängig von dem Thema Förderungen, die wir thematisch immer wieder mit einfließen lassen können, durchaus auch interessante digitale Techniken, wie zum Beispiel die AR-Brillen, also Augmented Reality Brillen, bei denen man durch eine Brille, die man halt aufsetzt, bestimmte Informationen eingespiegelt bekommt, um eben bestimmte Arbeiten durchführen zu können oder bessere Qualität zu erzielen oder um, sagen wir mal, ungelernte Kräfte, die noch nicht so viel Erfahrung haben, über einen Backoffice, also über den Meister, der zu Hause sitzt oder worst case
am Wochenende ist, trotzdem im Notfall dazuzuschalten und der blickt dann durch die Brille durch und sagt, pass mal auf, jetzt mach mal das, mess mal hier, okay, alles klar, das ist das und das. Und er kann dann, ohne jetzt wieder nach Hause zu fahren, die Reparatur oder die Arbeit durchführen und diese Systeme, die noch vor einem Jahr zu extremen Umsätzen geführt haben bei den Firmen, die da spezielle Software entwickelt haben, sind jetzt praktisch kostenfrei nicht, aber so eine HoloLens gibt es im Paket, also die kostet 5.000 Euro, die Remote Access Software, was so viele Handwerksunternehmen genutzt haben mit Jahreskosten von 20.000 Euro, ist jetzt als von Microsoft für 120 Euro pro Monat inklusive der Brille und allen Vernetzungen zu mieten und damit eigentlich für den normalen Handwerker auch als 5-6-Mann-Betrieb durchaus rentabel. Nach 2 Aufträgen hat sich das bezahlt und da gibt es digitale Lösungen. Und natürlich, und jetzt hole ich die Förderung wieder, sind diese Kosten auch förderfähig. Und das können wir jetzt mal durchspielen. Wir sprechen gleich mal über die ein oder andere Fördermöglichkeit und vielleicht der EU- und Bundesebene. Genau, nehmen Sie gerne Wasser, Herr Enzenmeier. Ich komme in circa 12 Minuten, weil wir sprechen ja eine Stunde auf Sie zu und biete Ihnen mal das Du an. Ja, klar. Bleib auch noch bei Herrn Enzenmeier. Naja, wir können das gleich auf Du machen, das ist völlig egal. Knut, alles klar, Robert. Völlig unkompliziert, ja. Knut, du hast eben die Möglichkeit mal angedeutet. Also wir haben gelernt, die Problematik wird in die Unternehmen reingetragen über die Organisation. Du hast ein paar Beispiele genannt, ja, was man machen kann. Und wie und in welchem Umfang werden denn jetzt so Maßnahmen von der Vorbereitung bis zur konkreten Umsetzung über die Organisation unterstützt bzw. gefördert? Können wir das einmal durchspielen? Also, ja, genau. Also ich versuche jetzt mal ein praktisches Beispiel. Typischer Fall für ein Unternehmen ist, sie haben keinen Platz mehr. Sie haben aber einen Raum, der ist komplett bis unter die Decke voll mit Ordnern. Da sind die ganzen Pläne der letzten 10 Jahre drin, von irgendwelchen Vorhaben, Bauvorhaben, Planungen, irgendwelchen Dings. Die sind alle, das ist ein Raum wie ein normaler Büroraum. Das erlebe ich bei fast jeder zweiten Beratung, wenn ich beim Unternehmen bin. So, und, aber eigentlich haben sie keinen Platz, weil sie neue Mitarbeiter brauchen und nicht wissen, wo sie hinsetzen sollen. So, und das ist zum Beispiel ein klassischer Fall für ein Dokumentenmanagementsystem. Hier kann man ganz klassisch einen Studenten oder irgendeine Hilfskraft für ein Projekt auf geringfügiger Beschäftigungsbasis anheuern, der dann über einen Scanner die ganzen Daten digitalisiert. Die kommen dann in ein Dokumentenmanagementsystem und sind dann nicht nur im Büro verfügbar, sondern auch an der Baustelle, beim Kunden, wenn man gerade ein Angebot macht, Moment, da war doch was, ich suche, die Verschlagwortung erfolgt automatisch, ich habe eine Volltextsuche, ich kann alle auf alle Skizzen, auf alle Pläne zugreifen, auch nicht im Büro, sondern eben auf der Baustelle beim Kunden und kann, damit habe ich den Raum frei. Ich muss die Akten nicht mehr aufheben, weil die sind digitalisiert und dann so gespeichert, dass sie den DSGVO-Kriterien Genüge tun. Ich habe einen sehr schnellen Zugriff. Ich habe die Möglichkeit, bei neuen Angeboten relativ schnell, ohne große Suche, einen ähnlichen Fall, der tatsächlich nachberechnet wurde, als Vorlage für meinen nächsten das Angebot zu nehmen. Ich muss halt aktuelle Preise mit einfließen lassen, wie wir gerade gehört haben, die sehr volatil sind, die sich auch ständig ändern. Aber ich habe damit mit relativ geringen Kosten so ein Dokumentenmanagementsystem mit Einführung, mit allem drum und dran, ist unter 5.000 Euro und habe dann die Möglichkeit, auch noch die Hälfte der ganzen Kosten zu bekommen über eine Förderung. Und kann das auch verbinden mit anderen Förderungen oder anderen Projekten, die ich noch vorhabe. Aber das war jetzt dieses Beispiel Dokumentenmanagement. Kommen wir jetzt weiter auf die Frage, wie läuft das ab? Mhm. Also üblicherweise ist es so, dass wir als Handwerkskammer beim Kunden das Ganze durchgehen. Wir machen einen Check und schauen, wo drückt der Schuh am meisten? Ist es jetzt tatsächlich dieses Dokumententhema oder ist es ein Aufmaßsystem? Ist es die mobile Anbindung? Ist es die Zeiterfassung? Wo haben wir mit dem geringsten Aufwand den schnellsten Erfolg? Und dann
kommt das nächste die Frage, ja, wie ist der richtige Weg? Wer muss mit eingebunden werden? Es ist immer gut, wenn man halt nicht was fertig macht und dann den Mitarbeitern sagt, so, ab morgen ist es anders, sondern wenn man sie bei der, sage ich mal, Entscheidungsfindung zumindest pro forma mit einbindet, dass sie eben auch den Prozess mit begleiten. Ja, und dann wird eben die Auswahl getroffen, es wird ein Workshop gemacht, wie man damit umgeht. Auch Schulungskosten übrigens, das ist ein Thema, was vielleicht noch interessant ist, kann dann kann gefördert werden. Und dann folgt eine Testphase meistens, die parallel ist. Das heißt, ich habe in dieser Phase tatsächlich einen Mehraufwand, weil ich das bestehende System laufen lasse und etwas Neues mache. Und dann wird abgeschaltet und dann habe ich die Einsparung. Und tatsächlich ist es auch so, also was mich wieder, immer wieder fasziniert, dass selbst Mitarbeiter, die seit 40 Jahren da sind, in relativ kurzer Zeit das akzeptieren. Ich hatte immer gedacht, dass das das größte Hemmnis ist, dass die Akzeptanz da nicht da ist. Bei neuen digitalen Tools? Bei vielen digitalen Projekten, ja. Und das ist nicht mehr. Das ist also, es hat sich tatsächlich gewandelt. Die sind da relativ offen, weil sie einfach sehr schnell sehen, das ist viel weniger Arbeit und meine Zettelschlamperei ist die, wo ich immer eins auf dem Dach gekriegt habe von der Chefin, das ist weg. Ich habe mehr Zeit und kann mich um das kümmern, was ich eigentlich lieber mache, wo ich gut drin bin. Ja. Also Knut, vielleicht kannst du einmal was sagen, wenn ich jetzt sage, okay, ich will das umsetzen jetzt, das Projekt, ja. An wen ganz konkret, wenn ich gar nicht weiß, wer mein erster Ansprechpartner jetzt dafür ist? Also alle Kammern bieten diesen Service an. Die lokale Handwerkskammer hat immer einen BIT-Berater, das ist Beauftragter für Innovation und Technologie, die dann in der Regel ins Haus kommen, sich das anschauen und dann, und das ist das Interessante am Handwerk, natürlich kostenfrei diese Beratung machen, kostenfrei auf der einen Seite und natürlich auch firmenunabhängig. Das ist ja der andere Schuh, weil immer dann, wenn Sie jetzt jemanden von der Firma haben, der sagt, ja, das ist total genial, dann ist natürlich auch immer, schwingt so ein bisschen mit, klar, wir müssen uns das verkaufen. Und wir haben ja kein Interesse daran, dass Sie viel Geld ausgeben, ganz im Gegenteil. Also wir freuen uns immer, wenn wir was finden, was entweder kostenlos ist oder was eben besonders günstig ist fürs Unternehmen und damit diese Transition, also dieser Wandel, der digitale Wandel eben irgendwie hinkriegt. Ja. Knut, wir können gleich mal darüber sprechen, was es alles für unterschiedliche Förderprogramme gibt, nochmal ein bisschen konkreter. Vielleicht aber nochmal, du hast eben ein Beispiel genannt, aber generell, was kann man alles fördern lassen beim Thema Digitalisierung? Eigentlich alles? Also es ist so, dass es manche Sachen sind, die viel leichter zu fördern sind. Also allen voran ist, oder ich fange mal damit an, was ist nicht so leicht zu fördern, vielleicht ist es im Gegenzug ein bisschen einfacher. Also was nicht gern gefördert wird, ist alles, was Standard ist. Also sowas wie Windows, Office, diese ganz klassischen Standard-Bürolösungen. Das ist das, was man nicht so fördern kann. Was sehr gut geförderbar ist, jegliche Art von individuell erstellter Software, manchmal auch in Verbindung mit Hardware. Das ist dieser klassische Zuschussbereich. Da gibt es auch entsprechende Förderprogramme hier in Bayern. Das ist einmal allen voran der Digitalbonus Bayern, der in zwei Varianten ausgereicht wird. Die Variante 1 sind Prozessoptimierungen, Verbesserungen der digitalen Wertschöpfungskette. Die Variante 2 ist der Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz. Da ist in beiden Programmen die maximale Förderhöhe 10.000 Euro netto Zuschuss, außer Sie sind jetzt nicht mehrwertsteuerabzugsberechtigt, das sind aber die wenigsten Handwerksunternehmen. Das heißt, Sie haben eine Rechnung über 20.000 Euro mehr und können dann den Förderbetrag von 10.000 Euro komplett ausschöpfen. Zweite Hürde, Sie müssen weniger als 50 Mitarbeiter haben als Vollzeitäquivalent. Vollzeitäquivalent bedeutet zum Beispiel eine Gebäudereinigung, auch ein Handwerker, die haben aber ganz viele Kräfte, die nur ein paar Stunden pro Woche arbeiten. Da kann es auch sein, dass mit 150 Mitarbeitern Sie trotzdem unter diese 50 Mitarbeiter kommen, die dann praktisch zusammenzählen. Also wenn ganz viele Mitarbeiter nur wenig arbeiten, dann zählt das als eine Stelle nach dem Förderthema. So, das ist also
der Digitalbonus Bayern. Da gibt es noch eine Plus-Variante. Das heißt, wenn Sie irgendwas vorhaben, was ziemlich pfiffig ist, was also innovativ ist, dann gibt es die Variante Plus, die mit maximal 50.000 Euro pro Vorhaben gefördert werden kann. Das heißt, 100.000 Euro Auftragswert. Wichtig ist bei dieser Berechnung, das können nur externe Kosten angesetzt werden. Also wenn Sie selber was entwickeln, da gibt es andere Programme, die das dann bezuschussen. Genau, so, das ist also die ideale Lösung zur Digitalisierung, ist der Digitalbonus Bayern, um den uns auch andere Bundesländer tatsächlich glühend beneiden, weil in allen anderen Bundesländern ist es komplizierter und es gibt weniger Geld. Mhm. Also Bayern ist da echt noch top. Ich bin auch in diesem Expertengremium, das diesen Bonus weiterentwickelt, in der Bayerischen Staatskanzlei und auch tatsächlich diese Plus-Varianten beurteilt, ob sie innovativ sind und so weiter. Wir treffen uns da regelmäßig, um das Produkt auch weiterzuentwickeln. Und ich kann Ihnen sagen, das Programm geht bis Ende 2023 und Sie sollten schauen, dass Sie bis 2023 Ende das nutzen. Ich kann nicht garantieren, dass danach weitergeht. Also man versucht ständig, die Mittel zu kürzen und da was wegzunehmen, weil es erstens viel Geld kostet und zweitens das Thema Energiewende und aktuelle politische Gesamtsituation da negativ reinspielen. Lass uns gleich mal, hast du vorhin schon angedeutet, darüber sprechen, in welcher Form die Förderung erfolgt. Ja, ob jetzt Teilfinanzierung oder günstige Kreditkonditionen. Eine Frage noch, die ich am Anschluss eben hat, dann die Beispiele. Was von den verschiedenen Gruppen wird dann oder Bereichen wird dann am meisten gefördert? Also der ideale, das am einfachsten ist es, wenn man irgendeine Software hat, die man zukauft. Also klassische Handwerkersoftware, wir haben ja schon vorhin über ERP-System gesprochen. Ich weiß nicht, ob jedem klar ist, was ein ERP-System ist. Englisch ist es Electronic Resource Planning. Also das ist so das typische Gesamtprogramm, Handwerkerprogramm, bei dem Lagerhaltung, Lohnbuchhaltung und alles komplett drin ist, mit ganz vielen Modulen. Das gibt es entweder als handwerkerspezifisch, also als gewerkspezifische Lösung, zum Beispiel für SHK oder für Zimmerer und so weiter. Oder es gibt es als Handwerkerlösung gewerksunspezifisch. Oder es gibt es als ausprogrammierte Lösung, das gar nichts mit dem Handwerk zu tun hat. Da gibt es dann Lösungen, die halt auch eingesetzt werden können. Alle drei Varianten werden gefördert. Wichtig ist, an der Stelle noch zu erwähnen, dass die Bagatellgrenze, also die minimale Kosten, Gesamtkosten netto, ab dem man einen Antrag erstellen kann, bei 4.000 Euro liegen. Das heißt, Sie brauchen, manche Programme kosten halt keine 4.000 Euro, sondern bloß 2.000 Euro oder 1.500 Euro, aber Sie können alles kombinieren. Und da ist auch die Beratung gefragt, also wir haben ein bisschen Überblick, was denn in der Branche so alles möglich ist, was sinnvoll ist. Und dann setzt man sich halt mal eine halbe Stunde an den Tisch und überlegt, was in den nächsten 18 Monaten denn wirklich sinnvoll ist. Und dann können Sie zum Beispiel einen Antrag stellen über drei Software-Themen. Das erste ist jetzt ein Aufmaßsystem, das zweite ist ein Dokumentenmanagementsystem und das dritte ist ein ERP-System oder umgekehrt. Zusammen sind es 5.000 Euro. Dann kriegen Sie sind Sie über der Grenze von 4.000 Euro. Sie kriegen einen Zuschuss, Sie kriegen einen Bescheid und dann können Sie das eine beginnen. Und nach 6 Monaten machen Sie das nächste und nach einem weiteren halben Jahr machen Sie das dritte. Dann machen Sie die Abrechnung und Sie kriegen dann für alle die 50%. Und so wären Sie mit dem einen Programm unter der 4.000-Euro-Grenze gewesen und hätten gar nichts bekommen. Ja. Und wie erfolgt jetzt, Knut, die Förderung? Du hast es vorhin schon mal ein bisschen umrissen. Also zum einen haben wir der Teilfinanzierung bestimmter Kosten oder günstige Kreditkonditionen. Ja. Wie sind da die Möglichkeiten? Also der Digitalbonus ist ein reines Zuschuss, ein reiner Zuschuss, der online beantragt wird. Das ist über die Webseite digitalbonus.bayern kommt man zur Antragstellung und die Antragstellung folgt online. Gibt die Daten ein. Dazu gibt es auch von den Kammern einen Musterantrag, dass man es ein bisschen besser vorbereiten kann. Und dann kann man das eingeben. Man muss die Rechnungen, die Angebote hochladen und dann kriegt man, und das ist auch ganz wichtig, direkt mit Abschicken des digitalen Antrags bekommt man ein Mail zurück in wenigen Minuten, in dem steht dann drin, sehr geehrter Herr Bittig, Sie haben
unter folgender Vorgangsnummer das und das beantragt. Hiermit können Sie förderunschädlich bestellen. Das heißt also, man macht einen Antrag online und man kann dann eine halbe Stunde später den Auftrag vergeben und kriegt dann je nach Regierungsbezirk nach 6 Wochen oder nach 3 Monaten den Bescheid und dann kann man das abbrechen auch am Ende. So, reiner Zuschuss, kein Kredit. Kleiner Zuschuss, Kleinkredit, das wäre der Idealfall. Das ist auch ein Thema, wo wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Förderung maximal ausschöpfen, so bleibt das Förderkapital im Unternehmen. Machen wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Und die anderen Möglichkeiten, Knut, noch an der Stelle? Ja, es gibt dann aufbauend darauf noch ein Programm, das ist ein Bundesprogramm, das heißt Digital Jetzt. Da ist allerdings der Bagatellgrenze, die hier 4.000 Euro ist, ist 37.400. Also das ist eher für Vorhaben, die dann anschließen. Das heißt, da habe ich ein größeres Vorhaben, das ist auch nicht begrenzt auf die Unternehmensgröße. Das heißt, hier können auch mittlere Unternehmen bis 250 Mitarbeiter Anträge stellen. Allerdings ist das Programm natürlich auch von großen Unternehmen ziemlich beaufschlagt. Das heißt, da gibt es ein Losverfahren und das kann sein, dass das ein bisschen dauert, bis man da zum Zug kommt. Oder wenn man Pech hat, auch gar nicht. Deswegen empfehle ich tatsächlich aktuell den Digitalbonus, solange den noch gibt, auch in beiden Varianten zu nutzen. Das sind dann 2x10.000 Euro, die man hier schon mal als Anschubfinanzierung für die Digitalisierung nutzen kann. Und das, meine ich, ist ein ganz guter Start. Und wenn man dann erfolgreich ist, kann man ja noch andere Programme nutzen oder tatsächlich auch in die Entwicklung von neuen Vorhaben gehen. Auch da gibt es Zuschüsse, die ganz interessant sind. Das heißt, ich muss dann mit einem Forschungspartner was machen, zum Beispiel mit einer Hochschule, die dann auch den Antrag schreiben. Da hat man nichts zu tun und kann dann aber meine Mitarbeiter, die an dem Thema beteiligt sind, mit abbrechen, mit entsprechenden Beträgen. Das sind dann Pauschalen zwischen 2.600 und 5.800 Euro, je nach Qualifikation pro Monat, die hier als Betrag abgerechnet werden können. Ja. Wenn ich jetzt als Unternehmen aber nur auf diese Förderungsmaßnahmen erstmal aus, die komplett bei mir im Unternehmen bleiben, wie ist dann immer der Vorgang? Auch wieder so, dass ich zur Kammer gehe? Ja, also natürlich gibt es auch Dienstleister, die je komplizierter ein Förderprogramm ist, sinnvoll sind einzusetzen. Das sind spezielle Unternehmensberatungen, die sich auf Fördermittel ausgerichtet haben. Das heißt, wenn Sie eine große... Die natürlich dann auch ein bisschen abgreifen von der Förderung. Exakt. Also die machen praktisch dann die Beratung, überlegen dann auch, machen dann ein Fördermittelkonzept, sagen also, okay, da können wir das und das und das Programm verwenden. Die machen dann eine Anfrage bei dem Fördergeber, ob Gelder da sind, schreiben dann die Projektskizze. Diese Projektskizze wird dann beurteilt und dann kommt ein Go von dem Projekt, von dem Fördergeber, der sagt, ja, das ist förderfähig. Bis zu dem Zeitpunkt könnte man ja auch diese Beratung, sagen wir mal, kostenfrei machen. Das machen einige. Sagen, okay, wir machen die Projektskizze, das sind 3 Seiten, das ist jetzt keine große Arbeit. Wenn der Projektträger sagt, ja, wir wollen das gerne fördern, wir wollen einen formalen Antrag haben, ja, dann kann man sagen, dann zahlen wir auch was. Und diese Firmen verlangen meistens eine Grundvergütung und eine Erfolgsbeteiligung. Die Grundvergütung deckt so ein bisschen die Kosten ab, die man hat, die Fixkosten mit der einzelnen Antragstellung. Es dauert ja doch ein paar Wochen, bis man das alles fertig hat. Und dann gibt es eine Erfolgsbeteiligung, die in der Regel so um die 10% vom finanziellen Vorteil liegt. Also das ist so meine Erfahrung, wie diese Unternehmen arbeiten. Wenn ich ein Beispiel habe, wir hatten vor kurzem ein Unternehmen, das sich einen Roboter kaufen wollte, um Betonfertigteile zu produzieren. Da habe ich den Antrag geschrieben. Das ist ein BITPUS-Antrag gewesen und habe das für das Unternehmen eben gemacht. Und da gibt es dann Zuschüsse insgesamt fürs Unternehmen, die bei einer knappen 500.000 waren. Mhm. Kannst du noch mal, Knut, noch einmal zusammenfassen, grob, wenn ich jetzt wirklich, was ich eben schon gesagt habe, nur diese Förderung abgreifen will, die halt komplett bei mir bleiben, ja. 100%, was ist da alles, wo geht das los, wo hört das auf? Also das nach oben offen,
Es hängt natürlich damit zusammen, wie innovativ bin ich und wie viel Zeit und Energie habe ich. Aber klassischerweise für 95% der Handwerksunternehmen, die ich kenne, ist der Digitalbonus Bayern das Instrument der Wahl. Gibt es aber nur in Bayern? Gibt es nur in Bayern, ja. Was Ähnliches gibt es in anderen Bundesländern? Es gibt es in Baden-Württemberg, die haben das alle nachgemacht, um uns rum. Also, aber von der Höhe und von der Einfachheit der Beantragung ist es in Bayern immer noch mit Abstand am besten. Ja. Und von der Bandbreite nochmal, welche Förderung, also was alles gefördert werden kann mit diesem Digitalbonus? Es werden alle Arten von digitaler Verbesserung, Prozesse oder IT-Sicherheit und Datenschutz gefördert, die externe Kosten sind und die nicht Standard sind. Bei der also wenn das jetzt Strategie, Projektplanung und so weiter, wird auch das mit dem Digitalbonus? Es werden auch Schulungskosten mit berücksichtigt. Bis zu 6.000 Euro können auch Schulungskosten mit berücksichtigt werden. Strategie, das heißt, was will ich denn in den nächsten Jahren genau machen und so weiter. Da gibt es auch Beratungsprojekte, Programme, das heißt Go Digital. Ist es für akkreditierte Unternehmen, die eben auf dieser Liste stehen von dem Go-Digital-Programm. Da kann man sowas entwickeln lassen. Allerdings ist es so, dass man da, also das ist nicht kostenfrei für das Unternehmen, sondern das wird halt ein Teil der Beratungskosten wird finanziert und der Beratungssatz pro Tag ist auf 1200 Euro gedeckelt. Also es dürfen nicht teuer sein, sollten aber günstiger sein. Genau. Man will jetzt so ein Projekt fördern lassen oder Sachen Strategie, wer stellt dann die Fördermittel für diese, nehmen wir mal, Vorbereitungsphase schon bereit? Also üblicherweise würde ich tatsächlich mich an die Handwerkskammer wenden, weil da wird diese Strategieberatung gemacht. Sie ist kostenfrei, sie ist neutral und die Auswahl ist umfassend. Also ich würde da nicht irgendwo anders hingehen, weil es kostet erstmal Geld und bei der Handwerkskammer kommen Sie sofort dran. Also es ist sicher einfacher, also als Handwerksunternehmen. Knut, lass uns noch mal über einen Fall sprechen vor der konkreten Umsetzung der ausgewählten Digitalisierungslösung. Steht auf der Analyse der betroffenen Arbeitsabläufe voraus, deren Neustrukturierung und Schulung von Chefinnen und Mitarbeitern und so weiter. Wie sieht es denn hier mit Förderungszuschüssen aus? Es geht jetzt hier darum, also einen Prozessoptimierung zu machen. Und immer dann, wenn ein Prozess, der analog ist und nicht so gut ist, digitalisiert ist, dann ist der digitale Prozess genauso nicht gut. Also es ist so, dass nicht Digitalisierung per se das Mittel der Wahl ist, sondern manchmal muss man auch Abläufe verändern. Ich möchte es anders formulieren. Durch den Einsatz digitaler Techniken lassen sich halt bestimmte Abläufe per se vielfach vereinfachen oder ganz andere Geschäftsmodelle entwickeln, die es halt ohne Digitalisierung nicht gegeben hat. Also wenn ich jetzt beim Kunden bin mit meinem Handy und der unterschreibt mir den Auftrag, den Stundenzettel, dann kriegt er nicht nach 6 Wochen die Rechnung, sondern die Rechnungsstellung wird automatisch ausgelöst und erfolgt direkt per Mail an den Kunden oder wird gleich abgebucht, wenn ich einen Abbuchungsauftrag habe. Ist der ganze Vorgang wesentlich schneller und einfacher. Vielleicht an der Stelle nochmal zum Festhalten. Ich muss als Unternehmen, wenn ich eine Förderung haben will, kann ich mich direkt an die Kammer wenden. Ich muss nicht immer eine Agentur dazwischen schalten. Aber in manchen Fällen bietet es sich an oder geht es gar nicht anders? Also immer dann, wenn das Vorhaben komplex ist. Also wenn ich wirklich ein umfangreiches Vorhaben habe, dann was über viele Monate geht und tatsächlich viel Ressourcen schluckt, dann ist die Kammer dafür nicht der Richtige. Dann muss man vielleicht über eine Firma gehen, die sich darauf spezialisiert hat. Aber auch da gibt es Förderprogramme, spezifische Förderungen, die solche Beratungen dann im Einzelfall fördern. Aber auch das weiß dann der Berater von der Kammer und sagt, pass mal auf, bis hierhin können wir es machen und den Rest können wir dann über die oder die Firma machen. Knut, ich würde gerne mit dir nochmal die Zeit gleich nutzen, um über die Wichtigkeit der Digitalisierung sprechen. Das ist kein Nice-to-have, da geht es ein bisschen mehr, da geht es eigentlich um die Existenz. Aber nochmal zum einen, um dieses Förderungsthema an der Stelle vielleicht mal abzuschließen.
Also viele empfinden das ja als Förderdschungel. Wie kann der entwirrt werden und wie kann das ein bisschen fairer gestreut werden? Also es gibt 3.860 Förderprogramme in Bayern aktuell. Allein in Bayern? Die bayerische, also regionale, bayerische Landes- und Bundes- und EU-Programme. Und die sich täglich ändern. Das heißt, es ist auch so wie beim deutschen Steuergesetz, dass sich die Programme nicht vereinfachen, sondern es gibt dann immer noch Ergänzungen dazu, Handlungsanweisungen von der Regierung, die oft nicht dokumentiert sind und so weiter, wo man nachfragen muss. Also das Thema ist beliebig komplex und es ist tatsächlich, man braucht einen Durchblick und das ist das, was wir als Kammern halt bieten. Aber wie gesagt, auch da gibt es eben Förderexperten, die auch nichts anderes machen, die halt das kostenpflichtig machen. Da muss man halt gucken, wie umfangreich das Programm ist, egal wie. Es gibt ganz wenige Programme wie der Digitalbonus, den man auch, sage ich mal, einigermaßen alleine hinkriegt. Die meisten Förderprogramme sind aus meiner Sicht so komplex, dass es sich lohnt, sich beraten zu lassen. Bei großen Vorhaben, also bei Forschungsvorhaben, würde ich grundsätzlich versuchen, entweder wenn man einen Forschungsträger dabei hat, der dann die ganze Antragstellung macht, oder aber wenn es ein investives Programm ist, über einen anderen Experten das Ganze zu machen, weil man einfach beim ersten Antrag, den man selber macht, das ist wie mit einem Patent, den man selber schreibt, kann man Glück haben, aber wenn das ein Patentanwalt macht, dann sind die 800 Euro für das erste Patent, glaube ich, ganz gut investiert, die der Patentanwalt verlangt. Man sitzt da selber viel länger und ob das dann klappt, ist eben fraglich. Genau. Knut, wir haben ganz viele Informationen. Ich glaube, jetzt haben wir auch so ein paar Quellen gehört, wo man sich informieren kann, an wen man sich wenden kann. Und die Frage aber, die vorher kommt, bevor es zur Förderung kommt, ist erstmal das zu erkennen, dass ein Bedarf da ist, dass ich mir Hilfe, vielleicht finanzielle Hilfe von außen reinhole, um meine Digitalisierung zu fördern. Die Frage ist A, warum ist es kein nice to have? Und zweitens ist B, haben das die Handwerksunternehmen bereits erkannt? Siehst du da einen Trend nach oben, was die Förderung von Digitalisierung angeht? Also ich fange vorne an, haben die Handwerksunternehmen erkannt? Also es gibt ein Thema, das wirklich ganz brisant ist, das ist das Thema Fachkräfte. Immer dann, wenn irgendwas zwickt, das heißt, ich habe einen großen Druck und keine direkte Lösung, dann muss ich halt was machen. Und wenn ich absehen kann, dass ich jede Menge arbeiten kann und niemand findet, der für mich arbeiten kann, dann muss ich halt überlegen, was gibt es für Tätigkeiten, die ich anders machen kann. Ein Beispiel ist ein Schweißroboter. Ein Schweißroboter macht halt dann die Arbeiten, die 3, 4, 5 Schweißer machen würden. Und immer dann, wenn ich zum Beispiel Bauteile habe im Handwerk, die relativ unpopulär sind, weil sie große Blechdicken haben, wo ich mit einer Schweißnaht 10-mal drüber gehen muss und dann das Bauteil so heiß ist, dass ich auch mit 3 Handschuhen eigentlich nicht mehr weiter schweißen kann, immer dann ist es halt viel lässiger, wenn ich da einen Roboter einsetze, weil ich genau die Mitarbeiter, die ich auf der einen Seite eh nicht kriege und wenn ich sie habe, die eben sagen, also nach 3 Stunden Arbeit bin ich durch, das geht nicht mehr, die kann ich eben dann für sinnvolle Arbeiten einsetzen und der Roboter läuft halt dann 24 Stunden, 365 und macht das höchst präzise. Die Technik ist da, das heißt, die Roboter sind günstig geworden. Es gibt schon die erste Roboter-Zeitarbeitsfirma, wo man einfach einen Roboter mieten kann und dann für ein bestimmtes Projekt und dann weg. Sie sind mobil, das heißt, die können auch rumfahren auf Baustellen oder so. Sie sind über Momentsensoren so ausgerichtet, dass sie nicht mehr in Käfige müssen und das Programmieren, also das Teach-In, ist so einfach, dass selbst ich das hinkriege. Also ich habe das letztens probiert, ein Schweißroboter, der hat so eine 6D-Maus, dann fährt man eben da lang an der Schweißnaht, die er machen soll. Der erkennt dann, dass das, was ich da gemacht habe, nicht optimal war. Er korrigiert das danach, mit dem optimalen Winkel und der optimalen Geschwindigkeit, misst auch noch die Temperatur von dem Schweißbett und macht dann eine Schweißnaht, die aussieht, als ob das jemand schon seit 20 Jahren machen würde. Und ich habe das erste Mal programmiert, habe noch nie mit dem System gearbeitet, habe mir noch nie was erklären lassen, habe es intuitiv gemacht.
funktioniert. Und die neuen Systeme machen sogar Folgendes. Die erkennen sogar, ah, das ist jetzt, keine Ahnung, ein Ofenbauer. Und der macht Ofenklappen, die er schweißt. Und jede Klappe ist ein bisschen anders, aber das ist halt Ofenklappen. Und dann lege ich halt die Ofenklappe drauf und erkennt, ah, die ist ein bisschen größer. Dann muss ich gar nichts machen, sondern das System erkennt automatisch. So, und da ist es jetzt ein Stück Hardware und ein Stück Software. Und die Software ist förderfähig, unproblematisch mit 50%. Und bei der Hardware sind wir gerade dran. Also das die ist noch förderfähig Thema, zu machen, ja. Ja, genau. Das ist noch ein Thema, was auch schon an höchster Stelle bekannt ist. Und wir versuchen jetzt natürlich von allen Seiten da entsprechende Gelder freizumachen, weil eben die Technik jetzt reif ist. Auf der anderen Seite aber der Bedarf extrem hoch ist. Mhm. Also ein ganz einfacher Beispiel, Trockenbau. Sie haben eine riesen Decke, so eine hier, die mit Trockenbauplatten verlegt sind in, keine Ahnung, 12 Meter Höhe. Sie stehen da oben auf dem Gerüst und jetzt müssen diese Platten da hoch und müssen dann da gehalten werden und dann festgeschraubt werden. So, ideal für so einen Roboter, der nimmt die vom Stapel, führt sie in die Nähe. Man kann sie dann positionieren, schwebende Last, mhm. Momentsensoren, als ein Mann. Der schraubt sie fest, der nächste kommt und so weiter. Allein schon über die Lohnkosten, über die dreifach höhere Geschwindigkeit, hat sich der Roboter nach einem halben Jahr amortisiert. Also es wird in die Richtung gehen, dass quasi, also du sagst, der Handwerk ist schon durch, nicht Handwerk, sondern Zahnmedizin, Zahntechnik ist schon durch digitalisiert. Ja. Und auch im Handwerk wird der Trend kommen, ja. Weil da ist es jetzt bis jetzt ja nur in Mobile Apps oder Software ganz viel und sagen, aber vor Ort ist, da können wir gar nicht viel machen mit Digitalisierung, das siehst du aber ein bisschen anders. Also man kann unglaublich viel machen, es gibt unglaublich viel reife Technik. Es geht jetzt darum, tatsächlich die Systeme miteinander zu vernetzen und das einzusetzen, wo der Schuh am meisten drückt. Also Beispiel wie dem Beispiel beim Schweißen oder mit dem Händeln. Ich meine, wenn ich jetzt, keine Ahnung, als Landmaschinenmechaniker diese riesen Reifen auf den Traktor wechseln muss, wie schön ist es dann, wenn ich den einfach mal mit hinhalte, mache den fest und den anderen nehme ich wieder und das macht der Roboter, fährt ihn auch noch weg. Also das ist ziemlich einfach, solche Systeme. Und die sind auch einfach zu bedienen. Das ist aber nicht nur das Thema Robotik, das sind zum Beispiel Drohnen, die extrem viel Einsatzmöglichkeiten haben, verbunden mit Wärmebildkamera und auch Maßsystemen. Also keine Ahnung, ich habe jetzt einen Dachstuhl, der soll neu gedeckt werden, dann wird das auch fotografiert und dann habe ich ein Aufmaß, das auf ein Viertelzentimeter, auf wenige Millimeter genau ist. Ich kann ein Angebot machen, alle anderen Gewerke können sich auf diese Mengen und Massen beziehen. Es gibt keine Diskussion mit dem Auftraggeber, dass es irgendwie falsch gemessen wurde. Ich kann in ganz kurzer Zeit ein Angebot machen, was relativ genau ist. Ich kann aber auch schon bei einem bestehenden Dach sehen, okay, da ist Feuchte, Verdunstungskälte, sieht man ganz deutlich mit der Wärmebildkamera. Da ist das Problem am Dach. Dann schaut man halt an der Stelle nach und sieht, okay, da ist der Balken durchgefault, ohne jetzt wirklich viel Ahnung davon zu haben. Man kann mit diesen AR-Brillen was machen. Es gibt Logistiksysteme. Auch Lastenfahrräder im Handwerk, im urbanen Raum sind ein Thema, das gefördert wird. Also es gibt viele, viele, viele Förderprogramme. Den Überblick zu behalten und da zu suchen, ist schwierig. Es gibt von Bayern Innovativ einen Förderlotsen. Das ist also nicht eine Person, das sind halt mehrere, die da am Telefon sitzen, die nichts anderes machen den ganzen Tag, als diese Förderprogramme den Überblick zu halten. Das ist kostenlos, kann man auch aufrufen. Also die Stichworte für Google ist Förderlotse und Bayern Innovativ. Und dann kann man anrufen und sagen, ja, ich habe das und das vor. Gibt es dann Förderung? Und wenn ja, wie hoch ist die und so weiter? Also was ich jetzt raushöre bei dir ein bisschen, Knut, ist so ein bisschen so Verzweiflung, dass es aber noch viel zu wenig genutzt wird. Ja. Und richtig. Das ist mit fatalen Folgen. Exakt. Das ist dann ein gutes Schlusswort, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Aber es ist tatsächlich, es wird viel zu wenig genutzt. Wir haben, ich schätze mal, der Digitalbonus wird von 1% der Handwerksunternehmen genutzt, können vor allem genutzt werden.
immer dann, wenn ich Probleme habe und mit den Aufträgen gar nicht mehr hinterherkomme, dann habe ich halt keine Freiräume, mir auch noch Gedanken zu machen, über wie mache ich das. Das ist ein Riesenproblem gerade im Handwerk. Und das ist aus meiner Sicht auch die Begründung dessen, warum so viele Unternehmen jetzt genauso weitermachen, wie sie bis jetzt weitergemacht haben und eben keine Digitalisierung machen und nur das Allernötigste, wie zum Beispiel ein digitales Kassensystem und so weiter, weil halt der Gesetzgeber das vorschreibt, aber eben jetzt nicht strategisch an die Sache herangehen und überlegen, was bringt wie viel und was soll ich machen, sondern die halt einfach ihre Aufträge abarbeiten, die können sich in vielen Bereichen die Projekte heraussuchen und den Preis festlegen, völlig egal, weil der Kunde zahlt alles. Mhm. Hauptsache, er kriegt überhaupt einen Handwerker. Mhm. Und solange diese Situation so ein, sagen wir mal, Anbietermarkt ist, bei dem der Handwerker wie goldene gehandelt wird, wie Gold gehandelt, solange ist das natürlich auch nachvollziehbar einerseits, dass man einfach so weitermacht. Aber kannst du das mal durchspielen, wenn er so weitermacht, blicken wir jetzt mal 2, 3, 4, 5 Jahre voraus, warum kippt es? Woran machst du das fest? Es ist immer so, dass die Early Responder, also die, die zuerst erkennen, dass man was anders machen muss, später die Wendepunktsieger sind. Also ein Wendepunkt ist immer dann, es geht immer weiter, es wächst und es geht natürlich, es gibt kein natürliches System, das immer weiter wächst, das gibt es nicht. Also es gibt immer irgendwo die Wellenbewegung. Einen Punkt, an dem das wieder in die andere Richtung geht. Und Wendepunktsieger ist der, der an dem Punkt schon so vorbereitet ist und genau sieht, was brauche ich denn, wenn das sich, wenn das Wachstum wieder abflacht. Wenn der Punkt kommt. Wenn der Punkt kommt. Haben wir den jetzt schon? Nein. Also wir haben natürlich die Indikatoren, die zeigen, dass das Wachstum nicht endlos weitergeht. Aber wir haben in den meisten Branchen im Handwerk noch so volle Auftragsbücher und die Nachfrage ist so hoch, es kommt. Aber meine Prognose ist, dass dieser Punkt schneller kommt, als die meisten denken und dass es wirklich sinnvoll ist, so früh wie möglich zumindest mal ein Wochenende darüber nachzudenken, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für mein Gewerk, was muss ich heute tun, um vorbereitet zu sein. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass wenn man die richtigen Fragen stellt, die meisten Unternehmen schon ganz gut wissen, was sie eigentlich machen müssten, aber eigentlich in dem Tagesgeschäft so beaufschlagt sind, dass sie das tatsächlich, ich möchte sagen, verdrängen. Aber kannst du das nachvollziehen? Das geht ja den meisten so, den allermeisten Handwerks. Ich kann es total nachvollziehen. Die hier den Wasserhahn zuhalten, es läuft überall raus, du kommst kaum hinterher, aber was passiert dann, wenn ich dann erst, wenn der Wendepunkt dann da ist, in einem Jahr, 2 Jahren, dann ist es ja wahrscheinlich zu spät. Da gibt es einen Konzentrationsprozess. Also wie bei den Zahntechnikern ist es genauso. Ich mache es ganz konkret, ich habe vor 5 Jahren die Prognose gemacht, in 5 Jahren gibt es keinen Zahntechniker mehr, der noch mit der Hand arbeitet. Die haben mich ausgelacht. Ich habe dann eine Veranstaltung gemacht beim Fraunhofer, wo wir alle Techniken vorgestellt haben, die möglich sind, um eben diese digitale Wertschöpfungskette zu haben, was es kostet, die Verfahren vorgestellt, die Druckverfahren, die Ergebnisse vorgestellt. Ich habe ein Unternehmen gehabt, das vor 5 Jahren gesagt hat, das finde ich total super, wir stellen jetzt konkret um, wir drucken jetzt. Und das sind die einzigen, das kann ich wirklich sagen, die einzigen weltweit, die aktuell Zahnkronen Gold drucken. Ja? Vor 5 Jahren war der Wendepunkt. Bayerisches Unternehmen. Und jetzt sind sie, ich würde sagen, also in einigen Bereichen Weltmarktführer. Die habt ihr gefördert auch? Wir haben zuerst diese Veranstaltung gemacht, dann haben wir eine strategische Beratung gemacht und dann eine technische, also welche Druckverfahren. Jetzt haben wir ein Verfahren gemacht als Auftragsforschung, wie können die Teile, wenn man die gedruckt hat, automatisiert abgetrennt werden und nicht mit der Hand geschliffen werden und so weiter. Also wir begleiten dann Unternehmen, die das zulassen, auch umfassend. Aber die meisten fragen gar nicht nach und die nachfragen, die sind dann, die haben echt keine Zeit. Also die erkennen die Gunst der Stunde nicht. Das wäre jetzt noch mal meine Schlussfrage oder Aufforderung an dich. Jetzt haben wir ja gehört, wie relativ einfach das geht mit der Förderung, warum es notwendig ist. Und vielleicht kannst du noch mal so einen Appell
nach draußen geben, an die sich dann das später oder jetzt in dem Moment nochmal auf Video anschauen, warum es so wichtig und wie einfach das ist mit der Förderung. Ja, es ist tatsächlich, es ist immer dann einfach, etwas zu machen, wenn ich das am Anfang mache. Also wenn noch nicht da immer dann, wenn ich der Erste bin oder einer der wenigen, die mit beginnen, dann habe ich die Chance, damit Geld zu verdienen. Das ist ein ganz klassisches Prinzip. First and Follower kann man nachlesen, googeln. Das ist altbewährt. Aber immer dann, wenn ich frühzeitig mich darum kümmere, ist es einfach und ich kriege es gefördert. Wenn ich was dann mache, wenn ich es machen muss, gibt es natürlich keine Förderung mehr. Sondern dann ist es gesetzt, dann muss ich es machen und dann ist es durch. Und guter Hinweis. Dann habe ich einen Zeitdruck, dann habe ich keine Förderung mehr. Und Lauf der Konkurrenz hinterher? Und die anderen sind schon soweit. Genau, und dann bin ich praktisch der Wendepunkt-Verlierer, derjenige, der dann hinterherhängt und der dann tatsächlich sagt, ja, wieso hat man das nicht vorher gesagt? Ja, wir sagen es vorher und wir würden gerne unterstützen und das ist eine Unterstützung, die seitens der Kammern kostenlos ist und die umfassend ist und wir machen das sehr gerne und wir können das auch, aber man muss es halt zulassen und wie gesagt, ich verstehe es total aktuell, dass man wirklich viel Arbeit hat und dass man da echt keine Zeit hat und keinen Kopf noch, sowas zu machen. Aber ein bisschen Zeit nehmen. Und was nehmen wir noch mit? Erster Ansprechpartner beim Thema Förderung ist immer die Handwerkskammer im jeweiligen Bundesland. Genau. Also jeder Kammer gibt es jemanden, der sich mit der Thematik auskennt und der dann auch ins Unternehmen kommt und der dann so Initialberatungen macht und sagt, wie geht's weiter. Knut, das war eine Stunde. Die ging rum wie im Flug. Das Thema Förderung ist spannender, als man denkt. Und manchmal kompliziert, aber irgendwie auch einfacher. So, dass die Hemmschwelle eigentlich so niedrig sein müsste, sich mit dem Thema zu befassen. Knut Ensenmeier, ganz lieben Dank, dass du da warst. Und dir noch einen schönen Tag bei uns auf der Messe. Danke für die Moderation, war sehr angenehm. Ich fand es auch sehr angenehm. Knut, danke schön für die Infos. Knut Ensenmeier, danke schön. Danke.